Ich war beim Arzt gewesen und der hat so eine Untersuchung gemacht und hat gesagt, Herr Weber, Ihre Blutwerte sind irgendwie komisch. Ich habe gesagt, natürlich sind die komisch, ich bin Komiker. Hat er zu mir gesagt, oh Philipp, kann das sein, dass Sie in letzter Zeit irgendwie regelmäßig Alkohol getrunken haben? Ich habe gesagt, ja, in letzter Zeit vielleicht schon. Seit wann? Naja, seit meinem 12. Geburtstag. Oder? Ja, mein Gott, ich bin Odenwälder, oder? Oden, ich bin aus dem Odenwald. Kennt ihr mal den Odenwald? Trinken ist ganz wichtiger Teil unserer Kultur. Also im Grunde genommen der einzige Teil von unserer Kultur, oder? Natürlich, ich bin aber vom Land. Bei uns im Land war nicht viel los gewesen. Natürlich fängt man an zu trinken, oder? Ja, ihr habt's gut, ihr Tübinger. Wir haben nicht einmal ein Kino gehabt. Wenn wir einen Film sehen wollten, haben wir angefangen, Fliegepilze zu rauchen. So was gut, ja? Ja. Man hat nichts losgelassen, nicht? Ja, und was macht man da? Was macht man mal feiert? Was haben wir gefeiert? Wir Odenwälder, wir sind ein feierlustiger. Wenn ich allein an die ganzen Blütenfeste denke, wir haben schon überall Blütenfeste: Kastanienblütenfest, Apfelblütenfest, Kirschblütenfest. Als Ammerbach noch ein Schwimmbad gehabt haben, haben wir sogar einmal im Jahr die Algenblüte gefeiert. Das muss man sehen, ja. Ja, und dann heißt es immer: Ach ja, was ist mit Juchen los? Die Juchen säuft sich in Koma. Hat die Juchen keine Vorbilder mehr? Also im Odenwald schon. Ja. Ich habe gelesen, es gibt jetzt sogar Jugendliche, die tun sich alkoholgetränkte Tampons in die Vagina schieben. Alkoholgetränkte Tampons in die Vagina. Kennen Sie den Begriff hinter die Binde kippen? Da kommt es her. Das ist der. Ja, es ist so. Ja. Ist das schön? Voilà. Oder? Aber es ist doch erschreckend, oder? Das ist erschreckend, wenn man sowas hört. Man hat doch Gefühl, diese Jugend, die will doch gar nicht mehr trinken. Die will doch gleich besoffen sein. So sieht's doch aus, oder? Oder sowas. Wir haben doch früher keine Alkopops gehabt, oder? Wir haben keine Alkopops gehabt, oder? Sag's wie sie, oder? Natürlich, bei uns war Trinken noch Hammerarbeit gewesen, oder? Alkopops, oder? Alkopops kann jeder saufen. Aber versuch du mal 5 Liter Odenwälder Apfelmus zu exen. So, da winselt deine Leber schon um Gnaden, da ist es klar, du musst noch gar nicht im Glas drin, du. Wir haben auch gar nicht gewusst, was wirkt mehr, der Alkohol oder Opa seit DDT-Spritze, so sah's aus. Und da muss die ganze Familie ran, weil die nächsten 500 Liter warten ja schon auf die Bäume, Opa. Ja, gell? Ja, warte. Besser, da hinten sitzen junge Leute. Ja, das ist schön, gell? Besoffen sein wollen, aber zu faul sein zum Saufen. Das ist ein Unverständnis. Ja. Nein, wirklich, Entschuldigung. Das, nein, also bei diesem Verfall der deutschen Trinkkultur, da bin ich froh, dass ich gerade keinen Alkohol trinken muss. Oder, ne? Ja, weil mein Doktor hat natürlich dann zu mir gesagt, ah ja, Herr Weber, ich würde sagen, Sie trinken jetzt erstmal 4 Wochen lang keinen Alkohol und dann gucken wir mal, ob die Symptome besser werden. Habe ich gesagt, wir können jetzt einfach mal 4 Wochen das Doppelte trinken und gucken, ob es schlechter wird.